Ja, ich freue mich. Heute sind sehr viele neue Mitglieder zur Gruppe gestoßen. Ich freue mich natürlich über mein Wahlergebnis, aber vor allem freue ich mich über diese Aufbruchstimmung, die in unserer Stadt herrscht. Man merkt richtig, die Leute freuen sich, dass es jetzt auch in Bozen eine organisierte Stadtgruppe gibt. Und natürlich werden wir jetzt die Erwartungen erfüllen müssen. Wir werden uns jetzt in Kürze an die Arbeit begeben und dann freiheitliche Politik auch in der Landeshauptstadt machen. Ein gelungener Abend, sind ganz viele Leute gekommen. Und ich glaube, in Bozen finden sich viele Menschen, die sich für die Freiheitlichen begeistern lassen. Ich wünsche der neuen Ortsgruppe Bozen, dass sie mit ebenso viel Elan, wie sie es jetzt bei der Gründung bewiesen hat, weiterarbeitet, dass sie ein wichtiger Teil der freiheitlichen Familie wird, denn schließlich ist das die Ortsgruppe der Landeshauptstadt, die ganz anderen Problemen ausgesetzt ist, als sie in der Peripherie vorhanden sind. Und deswegen wünsche ich der Ortsgruppe Bozen unter der Führung von Otto Malknecht und Dietlitz Rottensteiner alles, alles Gute und Glück auf für die Zukunft. Bozen als Landeshauptstadt hat immer schon eine über seine Grenzen hinaus ausstrahlende Bedeutung gehabt. Deswegen freuen wir uns, dass nun junge Freiheitliche in die Fußstapfen des Julius Peradoner treten, des letzten deutschen Bürgermeisters von Bozen, der bekanntermaßen ein Freiheitlicher war. Ich möchte dich als Musader Bell, Karega Aratata, damit er in Cesutlo, at Balsang, in einer Gruppe, Kusseda, da fa, ich deschke ja kapi, weil der Bojun in der Politik hat, der Freiheitlichen, der Kommune der Balsang, der ke Arafala, gonot, den Grün der Post. Ich spere, dass ich bin, da fa, weil den Fora, dann hat dort, dort, der Jonte der Balsang. Die Themen liegen in Bozen ja wirklich sprichwörtlich auf der Straße. Wenn wir an das Stadtbild denken, an die öffentliche Sicherheit, an die deutsche Schule, die immer mehr verkommt, verhunzt. Der Verkehr, das Verkehrsproblem in Bozen. Also ich glaube, für die Gruppe gibt es sehr, sehr viel zu tun. Wir haben ein ganz klares Zeichen gesetzt, da in Bozen, in der Landeshauptstadt, dass wir einen anderen Weg, dass wir einen besseren Weg einschlagen wollen, und streben auch damit eine positive Zukunft für Bozen an und somit auch für ganz Südtirol. Toi, 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 buon lavoro e tanta fortuna nei prossimi anni per le prossime avventure politiche. Nun, es ist toll, dass wir jetzt auch in Bozen im urbanen Bereich eine starke Ortsgruppe haben. Das ist wirklich ein Impuls, es ist wirklich ein toller Schritt und ich hoffe, dass die positive Stimmung mitgenommen wird und sich dann auch im Landtagswahlkampf positiv auswirkt. Nein, einen sehr guten Eindruck, weil wir wissen ja, dass die Städte sonst immer der sogenannten linken Reichshälfte gehören von der Wählerschaft. Und ich freue mich, dass genau Bozen, die eine große freiheitliche Tradition hat, nun eine Ortsgruppe besitzt mit vielen kompetenten Mitgliedern und mit stolzen Bozenern. Und das kann uns freiheitlich nur gut tun und ich wünsche Otto Malknecht und seiner Gruppe alles Gute und Glück auf. Ja, mich freut es, dass wir heute die Ortsgruppe Bozen gegründet haben. Man merkt, es ist viel Motivation da, es ist eine motivierte Gruppe da. Besonders freut mich auch, dass einige junge, motivierte Mitglieder da sind, die auch bereit sind, bei der Ortsgruppe mitzuarbeiten und ich habe gesehen, wir sind auf einem guten Weg wieder. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass man sich auch getraut, die Sachen einfach beim Namen zu nennen. Ich freue mich, Teil der Gruppe sein zu dürfen und meinen kleinen Beitrag leisten zu dürfen.